Ja, bekanntlich ist ja Hot Bodies die Rennmarke, die zur HPI gehört. Und die Weltmeister Atsushihara und Andy Moore sind immer mit Hot Bodies Autos im Renneinsatz. Und deswegen gibt es bei Hot Bodies auf dieser Messe am HPI-Stand auch einige neue Rennmodelle zu sehen. Zunächst im Bereich 1:8 Buggy. Atsushihara ist ja mit dem Hot Bodies D8 Weltmeister geworden, der auch nach wie vor ein aktuelles Auto ist und weiterläuft. Aber als weitere Ergänzung für den 1:8er hart umkämpften 1:8er Wettbewerbsmarkt kommt der CR8, der mit einigen netten Design-Features aufwartet, zum Beispiel mit einer ganz anderen Gewichtsverteilung. Der Motor sitzt sehr weit zentriert in der Mitte des Autos. Die Kraftübertragung muss dafür relativ schräg, ein bisschen umgelenkt erfolgen, was aber kein Problem ist und in der Praxis zu einer extrem guten Gewichtsverteilung führt. Und einige weitere nette technische Features sind hier verbaut worden. Dann soll im Herbst kommen ein neuer 1:10 Scale Nitro Renntourenwagen. Bekanntlich ist ja dieses Jahr die Weltmeisterschaft 1:10 Nitro und da will Hot Bodies wieder angreifen und Atsushihara, sagen wir so schön, braucht eine schlagkräftige Waffe. Deswegen jetzt wieder die Konzentration auf diesen 1:10er Nitro Markt und dieses sehr schöne Scale Rennauto. Der Hot Bodies TCX ist ja gerade auch in Deutschland weiterhin durchaus sehr populär, wird von vielen Leuten gefahren und das ist jetzt der TCX in einer Hara Edition, der ab Sommer lieferbar sein wird und hier sind viele weitere Tuningteile drin. Serienmäßig kommt er zum Beispiel mit einem Kegeldifferential, die ja wieder populär geworden sind, ein extrem schmales Chassis, es sind Stahlkardanwellen an der Hinterachse verbaut. Die Tuningteile, die es seit einiger Zeit zu kaufen gibt, zum Beispiel die flacheren Dämpferbrücken vorne und hinten, sind bereits serienmäßig enthalten. Es gibt einen neuen Servohalter, der aus Alu, der auch gleichzeitig noch den Lipo ein bisschen zentriert und fixiert. Und die Lenkgeometrie wurde überarbeitet, nicht nur die neuen Lenkhebel, sondern auch hier mit den neuen Lenkpfosten wurde da Evolution betrieben. Im Hintergrund sehen wir den auch noch im starken Prototypenstadius von Hot Bodies einen Competition Crawler, der für die in den USA sehr populären Crawl-Events als Wettbewerbsbasis dient und das Hot Bodies-Programm hier abrundet. Ja, mit Karosserien ist HPI ja groß geworden und auch weiterhin gibt es im Bereich Karosserien jedes Jahr etliche interessante Neuheiten. Es gibt den Ford Mustang in der 2011er Version für 1:10 Tourenwagen. Ebenfalls für 1:10 Tourenwagen ist der Ford Focus RS. Dann der sehr beliebte Savage XS bekommt jetzt endlich die Möglichkeit, andere Karosserien zu montieren. Den Jeep Wrangler und den Hemi Cuda für den Savage XS passend. Und im Retro-Look gibt es den Pontiac Firebird 1978 für 1:10er Autos. Des Weiteren neu der Ford F-150 in einer 1979er Version für den normalen Savage und der Jeep Wrangler für den Savage XL, also im großen Format. Abgerundet wird der HPI-Stand durch einen Überblick über das Programm an Reifen und Felgen in diversen Maßstäben, das HPI Lipo-Programm, wo jetzt auch 4S und sogar 6S Akkus kommen werden. Das bekannte Flux-Programm mit den Brushless-Systemen, das sehr hochwertige HPI-Werkzeug, Werkzeugtasche, Sprit, Rotorstart und weiteres Zubehör von HPI. Ja, Maverick ist ja eine weitere Marke im Vertrieb von HPI Europe und damit auch im Vertrieb von LRP Elektronik. Bei Maverick ist die Hauptneuheit die neue E-Online im Maßstab 1:18. Wir sprechen hier über den sehr cool aussehenden Buggy, das Monster, den Short Course Truck und den Truggy. Alle im Maßstab 1:18. Keine hochgestochene Technik, aber 2,4 GHz Funken und Brushed-Antrieb. Und wir sprechen über 99 Euro UPE für den kompletten RTR-Kit mit Akku, Ladegerät und so weiter. Allradantrieb, kugelgelagert, das volle Programm und eine sehr gute Ergänzung zum HPI-Programm.
Ja, bereits länger bekannt bei Maverick ist ja die Strada-Line im Maßstab 1:10, die es sowohl in Brasch als auch in Brushless gibt. Da ist erwähnenswert, dass die 2,4 GHz Fernsteuerungen, die serienmäßig dabei sind, jetzt einen neuen Typ haben mit einem sehr schönen futuristischen Look. Und besonders zu erwähnen würde ich gerne das Driftcar aus der Strada-Line, was eine OPE von 139 Euro hat, komplett fahrfertig inklusive Akku und Ladegerät und hier ein sehr gut verkauftes Auto innerhalb der Maverick Strada-Line ist. Ja, Sun war es auch eine Marke im Vertrieb von LRP. Die Spezialisten für Fernsteuerung, die meisten Weltmeister setzen auf Sunwa Fernsteuerung und auf Sunwa Servos. Übrigens ist Sunwa auch Weltmeister im Flugbereich geworden, aber die Messeneuheiten beziehen sich auf den Autobereich. Hier haben wir zum einen die MXV-Fernsteuerung, eine 2,4 GHz Einsteigeranlage, die im selben Gehäuse kommt wie die sehr populäre MT4 Telemetrieanlage. Die MXV hat keine Telemetrie, hat aber das FHSS-System mit Empfänger, der kompatibel ist mit den anderen höherwertigen Sunwa FHSS-Anlagen. Und wir sprechen hier über eine OPE von 99,90 Euro. Eine echte technische Innovation hat Sunwa mit dem Telemetrie-Logger-System an den Start gebracht. Das heißt TLS 01 und wird mit dem Sender verbunden, eingeloggt mit dem 2,4 GHz-System, so wie ein Empfänger das auch wird. Das System ist kompatibel mit der MLFX, mit der MX3X, mit der MT4 und mit der XCS-X, also mit allen moderneren Anlagen, die Sunwa im Autoprogramm führt. Es loggt sich dann ein und auf dem Bildschirm kann man von der Box aus der Helfer oder nach dem Rennen per Download genau verfolgen, was wurde mit der Lenkung gemacht, was wurde mit dem Gas gemacht, wie viel Gas, wie viel Bremseinsatz, an welcher Kurve und als besonderes Feature kann man auch die Rundenzeiten über das System messen und auslesen. All diese bis jetzt von mir genannten Features funktionieren mit jeder der genannten Sunwa Fernsteuerungen. Wenn ich eine MT4 einsetze mit dem RX461 Empfänger und der Telemetriefunktion, dann wird der Funktionsumfang des TLS01 Datalogger-Systems noch deutlich erweitert. Dann habe ich auf dem Datalogger auch alle Informationen zum Thema Motortemperatur, Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Empfängerakkuspannung und die anderen Daten, die die Telemetriesensoren liefern. Das heißt, hier auch die Echtzeitüberwachung möglich. Der Fahrer fährt und der Helfer der Helfer steht in der Box und schaut sich an, was der Fahrer macht und kann die Daten auswerten. Und der Fahrer kann sich auch nach dem Lauf auswerten, kann es auch auf seinen Laptop runterladen und dort die Daten abspeichern und vergleichen. Ja, für alle Nicht-Sunwa-Kunden gibt es noch eine gute Nachricht in Bezug auf das TLS-01-Logger-System. Selbst wenn ich eine fremde Anlage fahre, zum Beispiel eine Futaba, eine Spektrum, eine LRP-Anlage, kann man das Sunwa TLS-01 einsetzen. Der einzige Unterschied ist, man muss einen weiteren externen Empfänger an dieses Sunwa-System anbinden und kann dann dieselben Daten auslesen, wie sie mit einer Sunwa-Fernsteuerung ausgelesen werden können. All diese Technik ist natürlich nicht ganz billig. 299 Euro ist die OPE für das Datalogger-System.